Hallo, ich bin einfach Leila und Went away, used to count the days. Ich habe mir gedacht, heute mache ich einfach mal ein Haul. Ich war einfach so Geburtstagseinkaufen für mein Kind. Und ich dachte, ich zeige euch dann jetzt mal die Sachen, die ich so geholt habe. Fangen wir an. Ich habe ihr ein Skateboard geholt. Mit Tinkerbell drauf, weil sie sich das echt gewünscht hat. Ja, finde ich ganz süß. Habe ich bei Kmart gekauft. Dann habe ich ihr natürlich zum Schutz ein pinken Fahrradhelm geholt. Mit so kleinen Feen drauf und Schmetterlingen. Auch ein rosa. Sie wird übrigens 5. Was sie schon echt lange haben wollte, ist so eine Kaugummi-Maschine. Und ich habe die jetzt endlich gefunden und die hat echt nur $5 gekostet. Da habe ich mir gedacht, die nehme ich mit, bin pink. Dann habe ich ihr so Hello Kitty Geburtstagspapier geholt, weil das ist ja voll in gerade. Und weil sie halt total drauf steht. Und ihr ganzer Geburtstag wird in diesem Logo sein, My Little Pony. Also das sind Servietten, Haarsträhnen, so kleine Kronen, die glitzern mit diesem kleinen Pferdchen drauf. Dann habe ich so kleine pinke Tüten geholt, da macht man Süßigkeiten rein und gibt das so den Kindern mit nach Hause oder auch so andere kleine Sachen. Kann man da reinmachen, zum Beispiel so Seifenblasen und Strohhelme und ja, so andere Sachen zeige ich euch dann mal. Dann habe ich ihr noch so kleine My Little Pony Teller geholt und einmal ganz viele Becher, die sehen halt so aus. Und nichts Besonderes. Pink von innen. Habe ich einfach mal ein paar geholt. Ja, dann habe ich hier noch so große Teller. Sie wollte das halt echt gerne haben. Ich bin nicht so ein Fan davon, aber naja. Das macht man nicht alles für seine kleine Prinzessin. Dann habe ich ihr noch so Haarspangen geholt. Die fand ich echt total niedlich. Voll süß in verschiedenen Farben. Und dann habe ich ihr Play-Doh geholt. Das ist so ein Set von, da kann man Cookies frosten, also Kekse dekorieren. Und kleine Cupcakes machen. Und ich hoffe, dass sie sich darüber freut. Dann habe ich mir das geholt. Das ist so ein Ständer für die Cake Pops, weil ich will die echt mal ausprobieren. Und ich werde auch ein Video machen, wenn ich die backe. Ja, finde ich voll cool. Ich liebe Backen. Dann habe ich noch so kleine Streusel, sage ich jetzt mal, geholt für die Cupcakes und auch für die Cake Pops. Das sind einmal so glitzerndes Lila, einmal so bunte Streusel und einmal so Herzchen. Ja, dann habe ich diese kleinen Schnitten geholt, die macht man zum Beispiel in diese Tüten rein. Das ist einfach so, ich weiß nicht, wie man das, ob es das in Deutschland überhaupt gibt, so kleine Süßigkeiten-Tüten halt, macht man hier so. Dann habe ich zweimal so weiße Schokolade. Da werde ich das ist für die Cake Pops. Ja. Dann habe ich, was ich schon lange gesucht habe, ist, ja, die Box ist gerade leer, weil wir haben schon ein Päckchen genommen. Das ist, ich weiß nicht, ob das Marzipan ist, es schmeckt nicht nach Marzipan, aber das macht man halt über den Kuchen drüber, damit der so aussehen kann. Halt so verschiedene Farben gibt es da.
Ich habe da einmal die Farbe Pink, dann habe ich die Farbe Gelb, Orange und Lila. Orange haben wir schon genommen, das war so ein echt krasses Neonorange. Das war jetzt nicht so schön, aber ich hoffe, dass Lila, Gelb und Pink schöner rauskommen. Dann habe ich diese Lollipop-Sticks, die Cake-Pop-Sticks. Dazu, wenn ich das jetzt finde, hoffe, das ist hier nicht. Ah, hier, ja, habe ich so kleine Tütchen geholt, weil diese kleinen Tüten, die macht man dann über den Cake-Pop drüber und dann sieht das alles so ein bisschen süßer aus. Und vor allem auch wegen den Fliegen, hier sind so viele Fliegen, da kann man das ja dann nicht so dahin stellen, sondern ja, jetzt packen wir das schön ein. Ja, das waren mal Seifenblasen. Die hatte ich eigentlich für den Verwandten, aber die Kinder wollten die haben und dann nochmal. Dann habe ich so, so Tüten geholt. Die habe ich natürlich auch schon ausprobiert. Das ist echt sauschwer. Das sind diese. Da kommt dann das, diese Buttercreme rein. Oder man kann ja auch einfach. Muss ja nicht Buttercreme sein, kann ja Joghurtcreme sein. Die kommt da rein und dann quetscht das halt auf den Kuchen und dann kannst du süße kleine Designs machen. Und die erklären auch hier hinten, wie das geht. Aber das sieht echt leicht aus, ist aber voll schwer. Also ich krieg da voll die Aggression, weil ich verschwende die voll, die Tüten. Weil wenn du es einmal falsch schneidest, dann kannst du die Tüte nicht mehr benutzen. Hat mich voll genervt. Dann habe ich diese, diese Dinger hier geholt. Na, die brauche ich ja, damit ich verschiedene Muster machen kann. Ja, das ist also einmal dieser gelbe, so ist das eingepackt, das hier, ja. Dann habe ich noch so eine Nummer 5 Kerze für die Kleine, gab es leider nicht in Pink, gab es nur in Orange. Und dann bin ich auf das gestoßen. Da stand halt so drauf, das kann man so auf zum Beispiel deine Joghurtcreme, die du auf dein Törtchen drauf machst, so drauf sprühen und dann ist da so ein leichter Schimmer von Pink. Das Ganze ist aber irgendwie eher wie so Sprühfarbe. Das ist voll krass, guck mal. Das stinkt auch voll. Das ist dann so. So. Ich weiß nicht, sieht man das? Das ist so pink. Und das stinkt richtig giftig. Und wenn du das an deine Finger kriegst, dann geht das überhaupt nicht mehr ab. Das ist voll krebserregend, glaube ich. Krass, dass die sowas verkaufen. Also das kommt auf jeden Fall in Müll oder vielleicht will ich ja damit mal die Wände ansprühen. Ja, sonst habe ich dann halt noch diese Aufsetzer gekauft. Die braucht man halt für diese kleinen Dinger. Die baut man dann so zusammen. Kann man sich ja irgendwie bildlich vorstellen. Ja, und dann zuletzt habe ich halt so Icing. Das ist halt das Zeug, was man in diese Tüten hier reinmacht. Und dann quetscht man das so da raus und macht schöne Designs auf den Kuchen. Ja, einfach wenn ich es von der Zeit her nicht schaffe, mein eigenes zu machen, werde ich das benutzen. Und wenn ich mein eigenes mache, dann benutze ich das halt irgendwann mal, wenn die Kleine backen will. Ne? Ja, so. Ja, dann habe ich noch eine kleine Zahnbürste gekauft. Für den kleinen Keanu. Ja, ansonsten war es das schon. Ja, das ist halt noch lila von dem. Von dem. Ich weiß leider nicht das deutsche Wort. Ja, aber das war's dann jetzt auch schon. Ciao, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einmal einen Daumen hoch machen. Und ihr könnt mir auch unten in den Kommentaren irgendwie sagen, was für Videos ihr jetzt so von mir sehen wollt. Weil ich bin, sagt mir einfach Bescheid und dann mache ich das. Ciao!